herzlich willkommen zu Part 41 von Let's Play The Sims 4 City Life Challenge. Willkommen zurück. Nein, das sage ich so gar nicht. Aber wir sind hier wieder zurück bei unserer lieben Kiana. Herzlich willkommen zu diesem neuen Part. Es fängt ja mal wieder holprig an hier. Aber es wird sich wahrscheinlich durch diesen ganzen Part so durchziehen, denn Kiana ist schwanger. Yay! Woo! Ich habe jetzt gerade, also ich nehme noch im Voraus auf. Das heißt, ich habe noch nicht gesehen, wie eure Reaktion zu dem zweiten Teil, wo ihr wusstet, dass Kiana schwanger ist. Also dazu habe ich die Kommentare noch nicht gelesen. Aber die meisten freuen sich tatsächlich, dass sie doch schwanger ist, auch wenn die Umstände ein bisschen schwierig sind. Kiana ist ja dauerhaft gestresst. Sie hat im letzten Part Ted gebeichtet, dass sie eben von ihm schwanger ist. Er war nicht sonderlich begeistert, weil er sein... Ja, ich glaube, er hatte einen ganz anderen Plan von seinem Leben. Er wollte natürlich gerne Kinder haben und er wollte gerne heiraten, mit seiner Traumfrau zusammenziehen und sowas. Aber das ist jetzt unter diesen Umständen, das hat er, glaube ich, auch so nicht geplant. Und wir sind mal alle gespannt, wie es weitergehen wird. Aber da warte ich eure Kommentare noch ein bisschen ab. Und ja, ich würde sagen, wir starten in diesen wundervollen Part rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sind hier jetzt gerade noch bei Ted. Kiana hat ja hier übernachtet. Ich habe irgendwie keinen Zugriff auf das Haus. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann auf jeden Fall nicht an die Tür klopfen und nichts. Oder kann ich hier drücken? Nee, kann ich auch nicht. Aber Kiana hat hier geschlafen. Es hat auch, glaube ich, ganz gut geklappt. Sie ist jetzt aufgewacht und ist nun im dritten Trimester und hat die Stimmung ungewollte Schwangerschaft. Kein Weg zurück. Tja, diese Schwangerschaft wird bald vorbei sein und es ist viel zu spät, darüber nachzudenken, sie zu beenden. Kiana muss jetzt da durch und wer weiß, wie sie das alles schafft. Sie muss es irgendwie schaffen, weil das Baby auf jeden Fall kommt. Und das ist true. Das Baby wird bald kommen. Ich würde ganz gerne heute noch zum Ultraschall gehen, einfach, dass Ted und Kiana noch so ein bisschen das Gefühl haben, dass dieses Kind erwünscht ist, dass sie noch so ein bisschen was zusammen machen. Sie waren ja gestern zusammen bei der Beratung für ungewollte Schwangerschaft. Das war so semi-erfolgreich. Sie wünscht sich noch jemanden zu küssen. Das heißt, sie hat auf jeden Fall noch das Bedürfnis, ja, Ted näher zu sein und an seiner Seite zu sein. Aber ich glaube, wir werden jetzt als erste Maßnahme tatsächlich erstmal machen, dass die zwei jetzt zum Ultraschall gehen und herausfinden, was es denn wird. Ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass dort nur ein Baby in Tianas Bauch schlummert, weil sonst raste ich aus! Aufi, aufi. Oh mein Gott, habt ihr diesen gigantischen Bauch gesehen? Okay, Kiana ist wieder super gelaunt beim Ultraschall, den Geräuschen nach. Wow. Okay, dann warten wir mal, bis sie wieder zu Hause sind. Sie sind wieder da. Oh mein Gott, sie sind wieder da. Aber ich glaube, obwohl doch, komm, wir finden jetzt hier noch heraus, was es wird, weil ich kann es nicht mehr abwarten, jetzt noch nach Hause zu düsen. Ich hoffe, dass wir es hier an die Wand klatschen können. Oh mein Gott, okay, ich nehme es. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, es ist ein Baby. Danke Gott, danke lieber Gott. Okay, jetzt werden wir rausfinden, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ihr seht es zuerst. Warte, jetzt könnt ihr es lesen, was dort steht. Und ich lese es. Oh mein Gott. Es ist ein kleines Mädchen. Oh mein Gott, das ist so süß. Also, ich habe mir was ganz anderes für Kiana gewünscht. Und ich weiß auch, dass sie super gestresst von der ganzen Sache ist und dass sie dieses Baby eigentlich nicht haben will und dass die Schwangerschaft sie gerade komplett überfordert. Und das Baby wird sie auch erstmal komplett überfordern. Aber ich weiß, dass dieses Baby von ihrer Mama so sehr geliebt werden wird. Oh Mann, Kiana bekommt ein Mädchen. Ted scheint auch noch, ja, ich weiß nicht, zur Uni gegangen zu sein oder so. Also er ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr da. Deswegen werden wir dann jetzt auch nach Hause düsen. Sie muss sich natürlich noch ein bisschen ausruhen, weil ich denke, dass sie schon so ein bisschen leichte Vorwehen hat, weil, ja, sie wird heute Abend das Kind gebären. Ob sie will oder nicht. Oh Mann. Oh, Heidewitzka. Oh, hi. Elena, wir müssen dir was sagen. Oh mein Gott. Ich habe ganz vergessen, dass Elena ja noch nichts von dieser Schwangerschaft weiß. Oh mein Gott. Okay, wir werden es ihr nun verkünden. Einmal Woohoo Wellness und wir werden die ungewollte Schwangerschaft verkünden und werden uns dann gleich dahinter noch beschweren, dass sie nicht verhütet haben. Hier so einmal. Nein, wo ist es? Beschweren nicht verhütet zu haben. Und anschließend werden wir unserem Ärger noch Luft machen. Vielleicht sind wir dann ein bisschen befreiter, weil wenn man mit der besten Freundin redet, ist man ja immer noch ein bisschen... Ja, komm, man vielleicht ein bisschen runter. Elena ist jetzt mittlerweile auch eine Seniorin. Ich habe bei, wie heißt sie? Kiana die Alterung ausgestellt. Habe ich euch, glaube ich, aber schon erzählt. Aber auch jetzt nur so lange, bis dann das Baby kommt und so, weil das Baby muss definitiv altern. Das steht fest. Es muss altern. Das darf nicht ewig klein bleiben, weil sonst kann ich dieses Let's Play leider nicht weiterführen. Und was sagt sie? Oh Mann. Also sie versteht es natürlich total. Sie ist ja auch alleinerziehende Mama von zwei Kindern. Sie hat es ja auch nicht einfach gehabt mit den Männern. Ich glaube, deswegen verstehen Kiana und sie sich auch ganz gut. Weil Elena auch so ein Trouble mit den Männern hat und da auch immer so ein bisschen an die Falschen geraten ist. Wenn ihr euch noch an Alex erinnert, er war ja ein Haudegen. Also nicht literally ein Haudegen, aber er war sehr laut.
Oh mein Gott, hatte Elena nicht beim letzten Mal Techtelmechtel-Besuch? Elena, hast du einen Freund? Oh mein Gott, jetzt ruft Kai auch noch an, wahrscheinlich weil Malia ihm erzählt hat, dass sie schwanger ist. Ja, ja, okay, wir gehen mal dran. Mal gucken, was er dazu sagt. Oh mein Gott. Spannende Neuigkeiten wegen Ultraschalluntersuchung. Es ist spannend, das Geschlecht und die Anzahl des zukünftigen Nachwuchses herauszufinden. Jetzt kann die Einrichtung und Dekoration des Kinderzimmers beginnen. Ob Kiana wirklich so denkt, ich weiß es ja nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir das Baby unterbringen sollen. Soll das hier das Babyzimmer werden? Pff, Spaß. Ich glaube, wir stellen erstmal eine Wiege einfach hier hinten irgendwie so in die Ecke und hoffen, dass es irgendwie passt. Es sieht so aus, als wenn Kai ihr auch noch ein bisschen Vorwürfe macht und ihr ein schlechtes Gewissen macht, weil sie ist immer noch mega aufgebracht und schreit irgendwie auch hier gefühlt jeden an. Sie möchte auch in ein Tagebuch schreiben. Oh, da hat sich was bewegt. Ich möchte mal in dein Apartment. Ich gehe mal ganz kurz zu Elena ins Apartment, weil ich möchte herausfinden, ob sie tatsächlich irgendwie einen neuen Freund oder Mitbewohner oder irgendwas hat, weil beim letzten Mal kamen da Herzen aus der Wohnung. Vielleicht war es ja auch von ihrer Tochter, also von einer ihrer Tochter, die sind ja Töchter, meine ich. Die sind ja, glaube ich, jetzt mittlerweile auch beide Jugendliche geworden. Und es kann natürlich sein, dass die Techtelmechtel-Besuch hatten. Ne? Das wissen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Aber wir werden den Dingen auf den Grund gehen. Wir werden dieser Spur nachgehen. Hier sind wir in der Wohnung. Addison scheint hier zu sein. Ja, sie ist ein Teenager, aber ansonsten ist hier... Okay, vielleicht waren es dann tatsächlich doch die Töchter. Aber wir können jetzt hier bei Elena noch den Nachmittag schön miteinander verbringen, dass sie vielleicht dann auch noch ein bisschen auf bessere Gedanken kommt. Seht ihr, sie hat nämlich jetzt auch schon bessere Stimmung. Sie ist nicht mehr ganz so aufgebracht. Wir können ja Elena auch mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Oh, sie hat einen netten Anruf. Es ist immer toll, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um einen Sim anzurufen. Das ist so süß. Ich glaube, sie ist einfach dankbar für jeden, der sich gerade für sie interessiert, ihr zuhört und ihr nicht sagt, hey, du solltest dich eigentlich freuen, sondern ihr auch sagt, dass er, also dass sie den Struggle verstehen. Jetzt wird sie hier auf diese sprechende Toilette gehen. Oh, hier ist ja noch ein Kind. Natalia. Okay, sie ist doch noch kein Teenager. Darf ich bitte davon was abhaben? Ich habe Hunger. Oh, doch nicht. Danke. Ich nehme was aus dem Kühlschrank. Ew, jetzt rülpst sie auch noch da drauf. Ekelhaft. Komm mit dem Käsecracker. Yum. Und Elena beschwert sich halt auch überhaupt nicht, ne? Sie akzeptiert es einfach. Das ist süß. Elena ist wirklich eine gute Freundin. Ich meine, man muss auch bedenken, was sie Kiana verziehen hat, ne? Kiana hat mit ihrem Freund rumgemacht, während die zwei zusammen waren. Und Elena hat es ihr verziehen. Also, das ist wirklich eine wahre Freundin. Da kann Kiana wirklich, ich hätte gerade fast Katie gesagt, da kann Katie, Mann, Kiana, wirklich von Glück reden, dass sie so eine tolle Person an ihrer Seite hat. Oh mein Gott, wenn ich so emotionale Musik höre, dann fange ich gleich noch an zu weinen hier, ey. Oh mein Gott. Und sie tanzt jetzt dazu. Oh Mann, ich glaube, dass Elena ihr so ein richtig gutes Gefühl gegeben hat. Und sie sich jetzt so denkt, hey, ich bin Kiana Loha. Wenn meine Mom das geschafft hat, dann schaffe ich das auch, ein Kind großzuziehen, obwohl ich nicht viel habe. Obwohl, sie hat mittlerweile ja viel, weil ihr Konto ist prall gefüllt. Aber ich werde das schaffen, ob mit Ted an meiner Seite oder ohne. I love that energy. Und guck, jetzt macht sie sich schick. Oh ja. Oh, sie hat so einen Boost. Nee, Malaysia, Entschuldigung, aber das geht jetzt nicht. Vampy. Machen wir jetzt hier a whole new Kiana oder was ist hier los? Kiana trägt Make-up. Okay. Ja, Kiana hat sich ein bisschen aufgestylt, fühlt sich jetzt richtig krass. Finde ich super, super süß. Wir können ja Elena jetzt schon mal so um ein paar Tipps bitten, wie man das so macht mit Kindern. Sie fragt sie jetzt nach Ideen für Babynahrung oder irgendwie sowas. Und fragen sie einfach mal, wie so ihre Erfahrung mit Babys war. Hier über Babys sprechen. Weil Elena, wie gesagt, halt auch schon zwei Kinder hat und dann ist es, glaube ich, wertvoll, wenn man da ein paar Tipps bekommt. Und dann können wir sie ja nochmal um Bestätigung, wir können sie nochmal bewundern, dass sie halt das alles auch so geschafft hat und werden dann, wir können über Veränderungen in der Nachbarschaft reden und können sie dann fragen, ob ihr irgendwas aufgefallen ist mit Ishan, ob irgendwas war. Kai fragt jetzt, ob wir vorbeikommen wollen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so sinnvoll, weil wir haben 19 Uhr, das heißt, das Baby wird tatsächlich gleich geboren. Ja, jetzt werden wir Elena mal ausquetschen. Oh, ob sie irgendwas mit Ishan gemerkt hat oder sowas, ob er nochmal irgendwas gesagt hat.
Ted fragt, vermisst du mich schon? Willst du rüberkommen und dich mit mir entspannen? Wir können deine Lieblingssendung anschauen. Weil er weiß natürlich, dass Kiana gleich ihr Baby bekommt und er möchte natürlich nicht, dass sie da alleine durch muss. Und deswegen sagt Kiana, hey Ted, das ist so, so lieb. Und er sagt, hier in Brightchester ist ein ganz, ganz tolles Krankenhaus. Also wenn du hierher kommst, wir können in 0, nix im Krankenhaus sein und ich begleite dich natürlich. Und Kiana sagt, ja, okay. Oh mein Gott. Nina macht sich die Welt wieder, wie sie ihr gefällt. Ich weiß, aber er ist wirklich süß. Also er kümmert sich ganz toll um sie, das kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, er wird sich auch ganz toll ums Baby kümmern. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht zu 100%ig sicher, ob das zwischen den beiden für immer halten wird. Aber zunächst werden wir es auf jeden Fall versuchen. Okay, hi Boy. Sie wünscht sich ja immer noch jemanden zu küssen. Deswegen werden wir das auch gleich erledigen. Sie fühlt sich ja jetzt auch viel besser und viel selbstbewusster mit der ganzen Sache, mit dem Baby. Deswegen wird sie sich jetzt auch bei Ted nochmal darüber auslassen, wie sehr sie sich freut. Er denkt sich wahrscheinlich auch so, Kiana, du siehst gut aus. Und sie hat jetzt auch ganz, ganz viele Stimmungen und sie hat nur noch diese eine einzige Stimmung, dass sie halt so im hintersten Kopf doch noch diese Angst hat. Aber Elena hat ihr so gut zugeredet, dass sie jetzt einfach nur noch voller Euphorie ist. Und die zwei flirten auch ganz fröhlich weiter. Sie möchte auch noch jemanden umarmen. Das kann sie auf jeden Fall dann auch noch machen. Und dann werden wir gleich gemeinsam ins Krankenhaus gehen. Wir werden jetzt ihm noch ein super romantisches Kompliment machen und werden ihn dann knuddeln. Kiana sagt, wow, seh dich an, Ted. Es sollte verboten sein, so gut auszusehen. Wow! Nein, aber das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Dieser Boy ist einfach schmexy. Ich hoffe, er ist ja noch... Ja, er ist noch ein Erwachsener. Sehr gut. Weil er darf nicht zum Senior werden. Und dann, er hat uns ja eingeladen zum Seriengucken. Dann setzen wir uns doch jetzt mal zusammen noch auf die Couch und schauen ein bisschen zusammen Fernsehen. Das wird doch süß. Und warte auf das Baby. Oh, Cutie. Und jetzt können die sich ein bisschen küssen und ein bisschen rumschmusen und oh, süß. Können sich tief in die Augen schauen. Kiana sieht so ungewohnt mit diesem Make-up aus. Aber wie gesagt, ich glaube, Kiana ist gerade einfach übermannt von ihren Gefühlen und sagt Ted jetzt auch nochmal, also überträgt es so ein bisschen auf ihn, dass sie sich jetzt drauf freut, eben mit ihm dieses Baby zu gebären und oh mein Gott, ich weiß noch nicht, ob das alles so gut wird, wie das gerade aussieht. Aber egal, Leute, wir halten einfach mal an den schönen Momenten fest und das hier ist wirklich gerade sehr, sehr schön. Wie auch nicht immer so eine pessimistische Mausi sein, ne? Wann kommt das Baby? Oh, Ted ruht sich noch ein bisschen aus. Vielleicht sollte Kiana das auch machen, dass sie jetzt noch ein paar Stunden schlafen, bis das Baby dann eben kommt. Also es wird jetzt ja jede Sekunde losgehen. Oh Gott, ich bin überhaupt nicht bereit dafür. Ich bin nicht bereit, dass Kiana ein Baby bekommt. Ich weiß noch gar nicht, wie ich es nennen soll. Weil der Part, wo ich euch um Namensvorschläge gebeten habe, ist noch gar nicht online. Oh Gott. Ted ist aufgeregt, deswegen ist er jetzt nochmal aufgestanden und er denkt sich, ich gehe jetzt lieber nochmal duschen, bevor wir gleich ins Krankenhaus müssen. Und er packt vielleicht schon mal so ein paar Sachen für Kiana, damit sie dann einfach nur noch schnell losdüsen müssen. Jetzt macht er noch schnell was zu essen, weil er gehört hat, dass Kiana vorm Schlafen gehen gemerkt hat, dass... ich kann nicht mehr reden, aber sie hat auf jeden Fall noch Hunger. Egal, es ist jetzt nicht mehr relevant. Es passiert, das ist es, das Baby kommt zur Welt. Okay, komische Übersetzung, aber schwanger in den Wehen wegen Versuch, Baby zu machen, es geht los. Ted, wir müssen ins Krankenhaus. Schnell Baby im Krankenhaus bekommen. Mitmachen natürlich. Mit, nicht die Scharen. Ted Watanabe. Okay. Oh mein Gott. Kiana bekommt ein Baby. Haben schon Leute da Namensvorschläge drunter geschrieben? Oh mein Gott, es hat jemand geschrieben. Vielleicht hat es ja nie an Kiana gelegen, dass sie nie schwanger geworden ist. True. Ich hatte gerade einen Geistesblitz, aber ich weiß nicht, ob es ein guter Geistesblitz ist. Es kann natürlich sein, dass ihr das alle komplett kacke findet. Ich werde es euch gleich erzählen. Wir werden das Kind erstmal gebären, okay? So, hallo, ich bin schwanger, ich bekomme ein Baby, darf ich es bitte gebären? Ist das die Ärztin hier? Okay, die sieht doch sehr vielversprechend aus, die Carol. Mit ihrem pinken Mantel. Einfach nur toll. Wo ist denn Ted jetzt hin? Ted? Ted ist gegangen. Ich frage mich, was so wichtig sein kann, dass er sie in so einem Moment alleine lässt. Ich werde ihn jetzt nochmal anrufen und ihm sagen, Ted, komm jetzt sofort hier hin, das Baby kommt. Sag mal, spinnst du? Und hoffe natürlich, dass er kommt. Aber dass er halt nochmal wohin gegangen ist, ist auch schon krass. Also das kommt mit auf die Liste, die wir uns, mit den Dingen, die wir uns merken. Ja, ja. Oh mein Gott, sie gebärt jetzt direkt das Kind. Sie kann Ted nicht mehr anrufen. No!
Oh mein Gott, Ted ist bei der Geburt nicht dabei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh no, die arme Kiana. Nein, sie muss alleine das Kind gebären. Ich glaube, das ist ihr größter Albtraum. Los, hol das Baby da raus. Nein, nicht das Herz. Tu es wieder rein. Hier kommt's, Baby. Hier kommt's, Baby. So, okay. Also, wir wissen ja schon, dass es ein Mädchen wird. Und ich habe gerade überlegt, weil es hat jemand geschrieben, es wäre doch schön, wenn das Baby irgendwie nach ihren Brüdern benannt wäre. Und ihr wisst ja, dass Kiana immer eine sehr, sehr gute Beziehung zu ihrem Bruder Jaden hatte, der ja leider sehr früh gestorben ist. Und deswegen fände ich es total schön, wenn wir einen Namen haben, der eben an Jaden erinnert. Und dann habe ich überlegt, okay, welcher Name erinnert an Jaden? Und dann ist mir der Name Jade eingefallen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Name. Ich finde, das ist ein Name, der gut zu Kiana passt. Also das ist, hört sich nach einem Namen an, den Kiana wählen würde, weil es ist ja so ein bisschen modern, sage ich mal. Ja, ich werde sie jetzt erstmal so nennen, falls ihr noch irgendwie eine Idee habt, ob wir da noch irgendwas hinzufügen sollen. Oder also ich finde so einen Doppelnamen irgendwie auch schön, so Olivia Jade oder so. Ich weiß nicht, warum es gerade in meinem Kopf ist, Olivia Jade. Aber finde ich, hört sich zum Beispiel auch sehr, sehr schön an. Ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir können sie sehr gerne Olivia Jade oder auch irgendwas anderes mit Jade oder was weiß ich nennen. Also gerne in die Kommentare. Aber wir nennen sie jetzt erstmal Jade Loha. Ich finde, Olivia Jade klingt so geil. Warum habe ich Olivia Jade im Kopf? Kenne ich eine Olivia Jade? Ich muss mal kurz googeln. Olivia Jade. Das ist eine Influencerin mit einem Riesenskandal. Oh ja, ich erinnere mich. Wow. Aber der Name ist schön. Finde ich sehr schön. Olivia Jade Loha. Was sagt ihr dazu? Schreibt's mir gern. Aber erstmal heißt die Kleine jetzt Olivia Jade. I love it. Oh mein Gott. Glückwunsch, der Arzt hat die Geburtsurkunde vorbereitet. Olivia, zeig dich. Oh nein, Olivia ist schon zu Hause. Oh, jetzt ruft sie Ted an und er kriegt einen Rieseneinlauf. Oh mein Gott. Ted schläft. Oh mein Gott. Das ist so grauenvoll. Es ist so grauenvoll. Okay, Kiana, du gehst jetzt definitiv nach Hause. Ich weiß, ihr habt keine Ahnung, wie wir mit dieser Sache jetzt umgehen sollen. Oh mein Gott, das ist doch nicht deren Ernst. Die arme Maus. Okay, jetzt gucken wir das erstmal unser Baby. Es fliegt draußen. Kiana, ich weiß, dass du verzweifelt bist mit diesem Baby und nicht so richtig weißt, wie man damit umgeht, aber aus dem Fenster schmeißen musst du es nicht. Okay, wir brauchen eine Crib. Ich glaube, wir nehmen einfach diese ganz normale, weil die nimmt nicht so viel Platz weg. So, dann liegt das Baby da so schön drin. Oh, eigentlich dürfen wir ja gar kein Bett kaufen. Aber was soll's? Also das Baby kann ja nicht in der Luft fliegen und wir können das Baby auch nicht hier einfach nur so auf die Couch legen. Also theoretisch geht es, aber das ist schon, also da habe ich schon ein bisschen Angst, dass uns das Baby weggenommen wird. Also ich glaube, das ist jetzt mal okay, dass wir uns hier diese Crib gekauft haben. Aber wir brauchen dann ja auf jeden Fall auch noch eine für... Ah ne, eine Crib brauchen wir nicht für den Laden, weil wir könnten das Baby eh nicht mitnehmen, weil die Babys in Sims 4 sind gefangen. Aber wir haben ja noch das Babybett im Laden, das könnten wir dann da auch theoretisch stehen lassen. Ja, ja, okay. So, dann geh doch mal zu deinem Baby. Übrigens, wundert euch nicht über die Hautfarbe, das ist irgendwie ein Bug. Meistens verändert sich die Hautfarbe dann, sobald das Kind älter wird. Wir werden das Baby mit der Flasche füttern, weil ich glaube, Kiana wird eine Mama sein, die eben eher... nicht abpumpen möchte, aber halt nicht stillen möchte. Und ich denke, wir müssen das alles normalisieren, weil nicht jede Frau möchte stillen. Und ja, seht ihr? Da ist ein Bug. Ich weiß nicht, was es ist, aber jetzt hat das Baby auf jeden Fall hell out. Wow. Okay, du hast es zwar jetzt gefüttert, aber du kannst dich ruhig auch ein bisschen mit dem Baby beschäftigen. Hm. Möchte sie aber nicht. Vielleicht rufen wir Malia mal an. Ich glaube, dass sie uns jetzt eine ganz gute Hilfe ist, wenn wir gerade so frisch entbunden haben und eben Ted nicht an unserer Seite ist. Ich bin wirklich schockiert. Malia schläft auch. Oh mein Gott, ich brauche eure Hilfe, Leute. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal auf Toilette, machen uns was zu essen. Vielleicht können wir ein Entspannungsbad nehmen, ein Schaumbad und ja, essen danach was. Und dann sollte Malia ja da sein. So ein Joghurt-Parfait kann sie mal machen. Für zwei. Oh mein Gott, das Klo ist kaputt gegangen. Ja, dann macht ihr mal ein ganz entspanntes Entspannungsbad, während dein Klo hier vor Schimmel nicht mehr zu sehen ist und fliegen hier und nisten sich ein und Wasser kommt. Ja, ja, genau. Aber gönn dir, Girl, gönn dir einfach. Solange du entspannt bist, ist doch alles in Ordnung. Okay, sie hat jetzt gebadet. Oh mein Gott,
Sie ist nicht wirklich gestresst. Also, sie hat jetzt hier die Stimmung nicht wirklich entspannt, wollte ich sagen. Neues Baby. Das Baby ist geboren. Es ist eine Erleichterung, nicht mehr schwanger zu sein, aber ein riesiger Stress, sich um ein ungewolltes Kind kümmern zu müssen. Vielleicht gewöhnt sich Kiana daran. Mal schauen. Also sie zweifelt auch noch so ein bisschen. Sie ist gerade noch in der Phase, wo sie so denkt, sie wird das alles gar nicht schaffen. Sie hat auch immer noch, aber was wenn? Bei Kiana stapeln sich die Sorgen. Angesichts dessen kann der Sim sein Selbstvertrauen nicht aufrechterhalten. Aber sie ist dennoch froh, dass sie ihre Freunde hat. Ich glaube, dass Lena ihr auch noch mal zugesichert hat, wenn sie Hilfe braucht. Kann sie jederzeit anrufen. Ich guck mal, ob irgendwer im Flur ist vielleicht. Nein? Okay. Aber wir werden jetzt gleich dann Malia anrufen und hoffen, dass sie dann auch vorbeikommt. Warte, wir gucken jetzt mal, was will sie denn da machen? Nee, hör auf. Einmal Malia anrufen und anschließend weiter fortsetzen. Malia Landgraf wird gleich da sein. Ja! Das wusste ich doch, dass auf Malia Verlass ist. Da kommt sie schon. Malia, guck unser Baby. Komm rein. Komm rein. Komm rein. Okay. Kiana hat Malia jetzt Bescheid gesagt, dass sie Essen gemacht hat und jetzt können die zwei zusammen frühstücken. Sie ist auch ein bisschen gestresst, glaube ich, beziehungsweise ausgelaugt. Sie hat sich hier sehr, sehr viele Sorgen um Kiana gemacht. Ist, glaube ich, aber jetzt sehr froh, dass sie alles überstanden hat und dass Kiana eben sich auch so, ja, dass sie halt dann Malia auch anruft und dann auch sagt, ja, hey, ich brauche dann Hilfe oder ich würde mich freuen, wenn du vorbeikommst. Also sie ist einfach froh, dass Kiana weiß, dass sie immer für sie da ist. Und Kiana wird jetzt hier auch nochmal ganz schnell zu ihr gehen und sich einmal kurz bei ihr bedanken. Das Baby weint. Ja! Wir werden sie bewundern. So, und jetzt werden wir werden einmal Psst machen, weil Kiana weiß natürlich noch nicht so richtig, wie das mit den Babys ist, ne? Deswegen wird sie jetzt einmal ganz hilflos Psst machen. Warum bist du gemein zu Malia oder warum ist sie gemein zu dir? Ich hasse dein Outfit heute wirklich. Kiana! What you doing, girl? Why? Oh mein Gott. Und jetzt redet sie mit ihr übers Camping, das heißt über den Ausflug mit Ted. Vielleicht hat Malia ihr doch irgendwie so einen dummen Spruch gedrückt, so nach dem Motto, hättest du mal besser aufgepasst oder sowas. Und das bringt Kiana gerade so ein bisschen zum Ausrasten. Ich habe keine Ahnung. Oh. Ja, super machst du das, Kiana. So, aber das Baby stinkt. Ich glaube, das kannst du schon ganz gut deuten. Erziehungslevel 2. Wow, ein Naturtalent, Leute. Ein Naturtalent. Was hat sie hier? Kleiner Stern, twinkle, twinkle, kleiner Stern, wie ich mich frage, was du bist. Oben über der Welt so hoch wie ein Diamant am Himmel. Frisch und sauber, das Wechseln der Windel des Babys ist nicht der Lieblingsjob der Eltern, aber für das Wohlbefinden des Babys von entscheidender Bedeutung. True! Ah, okay. Jetzt haben sie sich anscheinend wieder ein bisschen beruhigt. Malia hat vielleicht ja auch zu Kiana gesagt, weil Kiana erzählt hat, dass Ted eben nicht bei der Geburt dabei war. Vielleicht hat Malia dann gesagt, ja, Kiana, dann überleg dir doch aber auch mal, ob das wirklich so das Wahre mit Ted ist. Ich weiß ja nicht. Also, das ist schon eine große Sache, ein Kind zu gebären und dass er dann einfach abgehauen ist, das ist schon krass. Und Kiana nimmt ihn aber natürlich dann in Schutz und sagt, ja, aber du weißt doch gar nicht, was vorgefallen ist. Vielleicht ist ja irgendwas Schlimmes passiert. Und deswegen hatten sie sich, glaube ich, gerade so ein bisschen in den Haaren. Aber ich lasse euch da auch noch ein bisschen Interpretationsspielraum. Also schreibt mir sehr, 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 sehr gerne, wie diese ganze Storyline noch weitergehen soll, was passieren soll, wie wir mit Ted umgehen sollen, ob er dann hier einziehen soll oder ob die das erstmal auf die Distanz versuchen sollen. Und all diese Sachen, wie ihr zufrieden mit dem Namen seid, ob wir sie wirklich Olivia Jade heißen lassen sollen. Jetzt ruft Kai auch noch an, da können wir natürlich gerne noch dran gehen. Er will ja auch wissen, wie es dem Baby geht. Oder ob wir das Baby noch umbenennen sollen oder ob wir es nur Jade nennen sollen. Das ist alles euch überlassen. Also das könnt ihr mir sehr, 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 sehr gerne mal schreiben. Ich habe noch gar keine Tendenz, wohingehend das mit Ted ist, ob das wirklich böse. Okay, jetzt schreibt er so eine random SMS und sagt, hey, ich habe gehört, dass du dich mit Carol Daly angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Das war die Ärztin, die Kiana betreut hat, also die das Baby mit ihr geboren hat, ist ja auch irgendwie so eine weirde Sache, ne? Dass er dann anruft und sagt, hey, es war auf jeden Fall eine ganz tolle Ärztin, die das Baby auf die Welt gebracht hat. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist ja doch irgendein Notfall gewesen bei Ted, aber ich weiß nicht, es gibt ja irgendwie keinen schlimmeren Notfall, als dass deine Baby-Mama ein Baby gebärt. Also, ich weiß nicht. Wie gesagt, ne? Interpretationsspielraum für euch ist ja offen. Also immer rein in die Kommentare damit. Und ich glaube, dieser Part ist ein bisschen kürzer als sonst. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Aber ich will jetzt einfach noch abwarten, bis eure Meinungen da sind, bevor ich jetzt hier noch weitermache. Und wie gesagt, ich habe neben den Part auf, bevor der letzte Part online ist. Deswegen, ja, warte ich da noch auf eure Kommentare. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. What?